Servus Leute, ich bin's Kanatan und heute haben wir was ganz Besonderes für euch vor. Wir sind heute im wunderschönen Bayreuth und werden euch die schöne Stadt Bayreuth zeigen. Wir werden euch erstmal die Sehenswürdigkeiten näher bringen und anschließend werden wir, wie ihr es schon gewohnt seid, wie immer einen Döner, einen Burger und eine Pizza testen. Einige der Zuschauer sind auf uns zugekommen und haben uns in die Kommentare reingeschrieben, könnt ihr mal bitte Bayreuth besuchen? Leute, wir machen das doch sehr gerne für euch. Ich war schon ungefähr 3-4 Mal in Bayreuth und wir haben damals zufällig diese Eremitage hier entdeckt. Wir werden euch als erstes die Eremitage zeigen und danach werden wir rüber in die Stadt fahren oder laufen, mal schauen, wie wir unterwegs sein werden, um euch dann die Innenstadt zu zeigen. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Leute, falls euch das Video gefällt oder euch dieses Format überhaupt gefällt, gebt uns doch ein Like nach oben und abonniert unseren Kanal. Ich bin gespannt und habe Hunger, Baby, du wahrscheinlich auch. Kommt mit und schaut uns zu, wie wir das machen. Kommt mit. Hinter mir seht ihr das alte Schloss. Das ist das erste Gebäude, was hier gegründet worden ist. Der wurde 1715 erstmal erbaut und 20 Jahre später, nachdem die Frau alles abgegriffen hat, die Frau des Markgrafen, hat sie das alles nochmal umgestaltet. Wir zeigen euch die Außenaufnahmen. Seid gespannt, wie das aussieht. Wir sind auf einem riesengroßen Areal hier auf der Eremitage und wir werden euch die einzelnen Objekte, Gebäude, Typen einmal zeigen und einmal kommentieren. Schaut uns gerne zu. Das ganze Areal wurde initial als Wildpark erbaut, damit dann die alten, reichen Herrschaften hier rüberkamen konnten und Wild fangen konnten. Und dann ist es irgendwann ausgeartet anscheinend. Dann hat man irgendwelche Lustgrotten gebaut, um dann Spaß zu haben in anderer Hinsicht. Nicht mehr nur die Jagd, sondern auch ein bisschen in Richtung Orgien. Ihr seht schon hier hinter mir, wie das ungefähr aussieht. Es ähnelt ein bisschen bei Game of Thrones und da werden schon ein bisschen die Fantasien von mir wach. Ich schaue jetzt gerade meine Frau an. Ich hoffe, die ist jetzt nicht sauer, aber ihr könnt euch schon vorstellen, die alten, reichen Herren oder die ganzen Adligen kamen dann hier, haben ein bisschen gejagt, ein bisschen Wein getrunken und danach hat es dann wahrscheinlich hier am Pool geendet, Leute. So, nachdem wir euch die Lustgrotte ausführlich gezeigt haben, gehen wir zum Hauptspektakel hier in der Eremitage. Das ist dann der Sonnentempel. Ich bin ein bisschen aus der Puste, weil ich hin und her geklettert bin, Leute. Aber der Sonnentempel ist quasi der Blickfang von Bayreuth und es ist jedes Mal ein Genuss, das sich anzuschauen. Leute, wir laufen jetzt rüber. Ihr werdet gespannt sein, wie das aussieht. Und wenn ihr das gesehen habt, Jungs, dann wisst ihr, wo es als nächstes Date hingeht. Kommt mit! Hinter mir seht ihr jetzt den versprochenen Sonnentempel. Das ist das Hauptwahrzeichen hier in Bayreuth. Es ist jedes Mal ein Genuss, hier zu sein. Was wirklich sehr cool ist, die ganze Außenfassade ist mit Mosaiksteinen bestückt. Ihr werdet es auch an den Aufnahmen erkennen können. Es macht jedes Mal Spaß, hier zu sein. Genießt einfach die Aufnahmen, Leute. Und ich würde euch jedem empfehlen, einmal im Leben hier mindestens vorbeizukommen oder sogar mehrmals. Hinter mir seht ihr nochmal ein japanisches Gebäude, was nachgebildet worden ist. Es ist sehr interessant. Wir werden jetzt nicht nach oben laufen. Wir sind genug gelaufen. Was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, die ganze Eremitageanlage ist kostenlos. Es ist frei für jeden zugänglich. So, meine Lieben, wir sind jetzt fertig mit der Eremitage. Wir haben euch die Wahrzeichen hier in der Eremitage gezeigt. Wir werden jetzt einmal rüber in die Innenstadt fahren von Bayreuth und danach euch die Sehenswürdigkeiten innerhalb Bayreuth zeigen. Und anschließend, wir haben schon wirklich viel Hunger bekommen, werden wir die Sachen testen, Leute. Ich bin gespannt.
meine Lieben, wir sind endlich jetzt in der Innenstadt von Bayreuth. Hinter mir seht ihr ein weiteres Wahrzeichen Bayreuths. Das ist die Kirche Dreifaltigkeit, Heilige Dreifaltigkeit. Das ist die erste und älteste Kirche hier in Bayreuth. Und mit der Gründung dieser Kirche wurde auch Bayreuth zum ersten Mal urkundlich benannt. Wir werden jetzt einmal reingehen und reinschauen, wie das drin aussieht. Es war 2006 absturzgefährdet. Ich hoffe, uns passiert nichts. Komm mit, Baby. Wir sind jetzt wirklich in der Einkaufspassage in Bayreuth. Neben mir seht ihr den Poseidon-Statue, die ist ein weiteres Wahrzeichen. Im Sommer sieht es hier wunderschön aus. Hier gibt es dann viele Plätze, wo man sich einen Kaffee holen kann, wo man den Tag genießen kann. Jetzt Richtung Herbst, im Oktober, sieht es ein bisschen trist aus. Nichtsdestotrotz werden wir euch das größte, eines der größten Wahrzeichen zeigen. Wir werden jetzt gleich rüberlaufen und das Opernhaus nicht nur von außen, nein, sondern wir werden auch die 8 Euro spenden oder gönnen, um euch die Innenaufnahmen zu zeigen. Ich bin gespannt, wir sehen uns gleich. Hinter mir seht ihr das markgräfische Opernhaus. Der wurde 1664 erstmal aus Holz gebaut. Inzwischen hat es natürlich eine Betonfassade, damit man natürlich beim Heizen ein bisschen sparen kann. Ich bin gespannt, wie der von drinnen aussieht. Der Eintrittspreis ist wie gesagt 8 Euro. Man kann sich auch eine Kombikarte kaufen für 12 Euro. Dann hat man sowohl den Eintritt hier als auch den Eintritt für das neue Schloss. Wir schauen jetzt mal rein. Ich hoffe, wir dürfen aufnehmen. Ich hoffe, dass wir super tolle Aufnahmen für euch machen werden können. Wir schauen jetzt mal rein, Leute. Bis gleich. So, meine Lieben, die Forschung ist zu Ende. Wie ihr seht, sieht es unglaublich krass aus. Die ganzen Impressionen fallen auf einen ein. Ich möchte die anderen gar nicht stören, deswegen flüstere ich auch. Leute, wir werden jetzt gleich zum neuen Schloss laufen. Was wir vorhin vergessen haben zu sagen ist, das Ganze hier ist auch UNESCO-Weltkulturerbe. Deswegen hat es noch einen besonderen Wert hier für Bayreuth. Genießt die Aufnahmen. Wir gehen jetzt rüber zum neuen Schloss. Viel Spaß. Wir stehen jetzt gerade vor dem neuen Schloss und schon in der Beschreibung steht drinnen, dass es nicht so prächtig und nicht so schön ist wie der Würzburger Residenz. Trotzdem, wir haben jetzt die Kombikarte, wir haben extra 4 Euro bezahlt, um jetzt drinnen filmen zu können. Leute, ich bin gespannt, wie das aussehen wird. Ich muss ehrlich zugeben, wir saßen jetzt ungefähr für eine Stunde im Dunkeln. Ich habe auch wirklich Hunger. Wir werden euch jetzt nur noch das neue Schloss zeigen und das war's dann mit den Sehenswürdigkeiten hier in Bayreuth. Danach, ich freue mich schon mega, werden wir rübergehen und unseren ersten Burger oder Döner oder Pizza testen. Leute, falls euch das Video bisher gefallen hat und ihr uns unterstützen möchtet, dann gebt uns doch einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Das würde uns sehr viel Spaß machen und ihr seht, wir scheuen keine Kosten, seien es die 12 Euro. Ich muss zugeben, die 12 Euro haben sich jetzt dahingehend gelohnt, weil es sehr schön war, aber es war sehr geprägt von Kunst und von Historie und Musik und was weiß ich. Um ehrlich zu sein, ich bin kurz fast eingeschlafen. Aber wir schauen uns das neue Schloss jetzt nochmal an und danach geht's ab ins Tasting. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kommt, wir schauen rein.
Leute, genug Kunst und Geschichte, ich habe Hunger. Es ist fast 16 Uhr, wir haben heute noch nicht gefrühstückt. Jetzt sind wir vor unserem Burgerladen, den wir testen werden. Das ist der bestbewertete Burgerladen hier in Bayreuth. Leute, ich sag's jetzt, wenn ihr es noch nicht kennt, damit ihr wisst, wie wir es machen. Wir gehen rein ohne Kamera, wir gehen immer zu dem bestbewertesten Burger und ohne Ankündigung bestellen wir die Burger, Döner, Pizza, ganz genau so wie, als würdet ihr das bekommen. Ich gehe jetzt gleich rüber und bestelle den Burger. Ich bin gespannt, wie das schmecken wird. Bis gleich. So, meine Lieben, wir haben jetzt den Burger. Die waren auch so nett, dass sie das mir rausgebracht haben vor die Tür. Ich bin gespannt, wie der schmecken wird. Wir holen jetzt mal zum raus. Die haben mir auch so gleich eine Tüte mitgegeben. Oh, schau mal, die haben sogar noch Ketchup und Mayonnaise reingetan. Also bisher sieht es gut aus. Ich bin gespannt, wie der Burger jetzt aussehen wird. Schauen wir mal. Oh, Baby, ich sehe es nicht. Oh. Oh. In der Beschreibung stand schon Bergkäse und sowas. Und diesmal ist der Salat auch unten. Oh, der sieht so richtig lecker aus, oder Baby? Ja, das schaut echt saftig aus. Okay. Komm, ich beiß jetzt rein. Leute, ich habe es schon gesagt, mehrmals gesagt, dass ich Hunger habe. Und oh mein Gott, der ist so richtig saftig, Baby, schon mal. Leute, für euch. Leute, noch einmal, damit ich es bestätigen kann. Man erkennt es auch noch, dass es saftig rosa ist. Ich muss zugeben, das ist der beste Burger, den wir bis jetzt bei Velox hatten. Baby, magst du auch einmal reinschmeißen? Ja. Pass auf deine Jacke auf. Ups, Jacke ist verdreckt, aber kein Problem. Oh, schau mal meine Hand an. Wow. Also, ich gebe erste Bewertung ab und dann du. Also, ich würde 8,5 Punkte geben, Baby. Du? Ich bin auch deiner Meinung, 8,5. Super Soße, super Käse. Leute, Bayreuth enttäuscht bei den Sehenswürdigkeiten nicht. Auch bei dem Essen bis jetzt noch nicht. Also das war die bestbewerteste Burgerbewertung, die wir jemals gegeben haben. Oh no. Leute, das ist egal. Solange der Burger so saftig ist, ist mir scheißegal, ob mein Schal dabei drauf geht. Leute, wir essen jetzt den Burger auf jeden Fall auf und dann gehen wir zu einem Dönerladen. Den hat sogar einer unserer Zuschauer uns empfohlen. Das ist der Memo-Döner, Memo-Berlin-Döner. Wir werden jetzt gleich rübergehen und nochmal den Döner testen. Bis gleich. Wir essen das auf jeden Fall zu Ende. Daumen hoch an den Laden. Roxy hieß der, hab's vergessen zu sagen. Und den Preis habe ich auch vergessen zu sagen. Sorry Leute, ich hatte so einen Hunger. 9,50 Euro hat der Burger gekostet. Ich finde es auf jeden Fall gerechtfertigt schon mal. Da ist ja so richtig ein Bergkäse drauf. Und bevor es kalt wird. Bis gleich. So, meine Lieben, nach dem saftigen Burger habe ich jetzt den Döner geholt vom Memos Döner, Berlin Döner. Also der Döner sieht anders aus, als dass ich es gewohnt bin. Aber der war so lieb, der Memo. Also die waren alle voll nett. Ich will es jetzt nicht zerfetzen. Aber so sieht der Döner ungefähr aus. So, das Fleisch sieht irgendwie ein bisschen anders aus, als dass wir es kennen aus Nürnberg, oder? Ja. Aber ich werde auf jeden Fall reinbeißen. Saftig, schmaftig. Der ist auch so klein und handlich, finde ich. Aber so. Aber man sieht schon ordentlich viel Fleisch. Und jetzt ab damit in den endlichen Tunnel, unendlichen Tunnel. Leute, ich muss noch mal probieren. Es ist saftig. Also weil die auch so nett waren. Der Döner schmeckt gut. Ich würde ihn auch jederzeit essen, wenn ich hier in der Gegend wohnen würde.
Aber mehr als 8 Punkte würde ich nicht geben. Baby, magst du auch noch einmal probieren? Ich habe dich vergessen. Ja. Mm, komm. Die Soße schmeckt sehr gut, finde ich. Aber das Fleisch ist irgendwie anders. Mm. Sag du. Also mir schmeckt auch die Soße sehr gut. Mhm. Das Fleisch ist sehr dünn. Mhm. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, man kann das voll essen. Also wenn wir würden uns den schon holen. Ich glaube, ich würde eine 7,5 geben. Mm, okay. Ja. Ja, ist schon nicht schlecht. Leute, ihr kennt mich, ihr wisst, wie viel wir essen. Ich müsste auf jeden Fall 2 essen. Der Döner hat jetzt 5 Euro gekostet. Das war jetzt mit Kalb. Der vom Pute sah auch gut aus. Auf jeden Fall eine weitere Empfehlung von uns, oder? Ja, auf jeden Fall. Mhm. So Leute, bevor wir den Döner jetzt vor der Kamera zu Ende machen, wir werden jetzt zu der bestbewertesten Pizzeria hier in Bayreuth gehen. Bleibt gespannt, ich bin auch gespannt, wie der aussehen wird. Wir werden den jetzt auf jeden Fall zu Ende essen. Und die Pizza schaffen wir auch noch, oder Baby? Na klar. Bis gleich, Leute. 2 Fettsäcke. Was soll man machen? So sieht der aus. So, ihr seht es schon an meinen Grinsen. Der Döner war super. Der Burger war auch gut. Also bis jetzt in unseren ganzen Aufnahmen waren es die besten Burger und Döner, die wir jemals gegessen haben, oder? Oder wie? Was würdest du mich bestätigen? Fall. Ja. Ich habe jetzt die Pizza bestellt. Da muss man so eine Karte ausfüllen, wie man die Pizza gerne haben möchte. Ich muss zugeben, das ist nicht das erste Mal, dass wir hier sind, sondern das zweite Mal. Und das erste Mal waren wir eigentlich sehr zufrieden, oder? Ja, das war sehr gut. Genau. Wir brauchen jetzt noch mal 10 Minuten, bis die Pizza fertig ist. Und danach werden wir für euch noch mal die Pizza testen. Ich muss zugeben, vorhin habe ich zwar gesagt, dass der Döner klein ist, aber jetzt, nachdem ich es zerdrückt habe, habe ich trotzdem Platz für die Pizza. Also bis gleich, Leute. Und wir werden gleich die Pizza schmecken. Bis gleich. So, Leute, wir haben jetzt auch die Pizza geholt. Die Verkäuferin war extremst nett. Irgendwie in Bayreuth sind alle Kellner, Kellnerinnen, Imbissbetreiber alle voll nett. Ich weiß nicht warum. Ihr habt echt Glück, Leute. Bei uns ist es oft nicht so. Wir schauen jetzt mal die Pizza an, wie die aussieht. Oh, oh. Mm. Das ist so richtig eine italienische, handgefertigte Pizza. Man merkt sofort an den Rändern. Okay, ich probiere es jetzt mal, Bibi. Also, um ehrlich zu sein, die sieht jetzt nicht so brutal lecker aus, oder was meinst du? Ich finde die Menge nicht schlecht. Ja, aber so sieht die aus, Leute. Sehr dünn, der Teig. Könnt ihr jederzeit zerbrechen. Komm. Mmh. 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 Die Pizza hat jetzt 9,50 € gekostet. Und ich probiere noch einmal, Leute, für euch. Also schon optisch merkt man, dass die Pizza in Würzburg besser war. Geschmacklich leider auch, Leute. Die schmeckt eher so wie die Pizza in Bamberg. Ich lasse jetzt nochmal meine Frau probieren. Nochmal hier von der Nähe, Bibel, damit sie es auch zeigen. Und das ist jetzt der mit der doppelten Käse. Schau mal, das zerfällt alles schon in der Hand. Ja, das ist sehr dünn. Das ist sehr dünn. Und jetzt hast du. Nicht schlecht. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Es fehlt irgendwie Gewürze. Ja. Ist ein bisschen geschmacksneutral, finde ich, oder? Ja, ja. Wir hatten einen wunderbaren Burger, wir hatten einen wunderbaren Döner, aber die Pizza, Leute, ich will nicht sagen durchgefallen, aber ich würde 7,0 Punkte geben. Also meine Bewertung ist 6,0. Ich muss dazu sagen, ich lasse mich auch verleiten, weil die Verkäuferin so nett ist. Aber ich bleibe bei 7,0. Leute, wir werden die Pizza jetzt nicht aufessen. Die hat mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich die aufessen werde. Wir werden jetzt gleich uns am Auto sehen und da werden wir unser Fazit über Bayreuth euch mitteilen. Bis gleich, Leute. So, meine Lieben, ein wunderschöner Tag endet jetzt. Wir haben es leider nicht geschafft, die Pizza mitzunehmen. Wir haben sie doch zerdrückt, damit wir überhaupt keine Beweise mit nach Nürnberg nehmen. Nee, die waren auch jetzt nicht so groß, dass wir die jetzt irgendwie aufbewahrt hätten.
Da dachten wir uns, wir machen die schnell weg. Leute, wir hatten einen wunderschönen Tag. Bayreuth ist eine wunderschöne Stadt. Die Eremitage war ein Highlight für sich. Leider muss ich zugeben, ich bin sehr schlapp geworden nach 6 Stunden Kunst, Historie und Pipapo. Wenn ich zu der Stadt was sagen müsste, würde ich sagen, wenn man es mal googelt, Bayreuth, werdet ihr vielleicht nicht solche krassen Sehenswürdigkeiten entdecken, die so große Namen haben. Aber kommt mal vorbei, die Stadt ist wunderschön für sich selber. Oder, Baby? Auf jeden Fall, sie ist sehenswert. Auf jeden Fall. Und das Essen, also der Burger. Der Burger hat mich komplett geflasht. Der Döner, nachhinein, meine Bewertung 8,0. Ich stehe dabei, aber 0,2, 0,3 Punkte höher würde ich auch vielleicht noch mal gehen, aber mache ich nicht. Die Pizza war ein Reinfall, wenn wir mal ehrlich sind. Leute, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch die Stadt zu zeigen, euch mitzunehmen. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher Content sehen möchtet, dann abonniert uns doch und gebt uns ein Like, weil durch die Anrufe werden wir dann immer mehr motivierter, für euch Content zu machen. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich freue mich auf die Heimfahrt. Baby, möchtest du das Schlusswort halten? Ja, es war eigentlich sehr schön alles. Essen war auch ganz gut, bis auf Pizza. Aber ich freue mich auch auf Jimbo und auf nach Hause. Genau. Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend, eine tolle Nacht oder einen super tollen Morgen. An die Zuschauer, die uns Bayreuth empfohlen haben, ich danke euch nochmal ganz herzlichst. Ich hoffe, wir haben bestmöglich die Stadt gezeigt. Falls wir es übersehen haben, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Viel Spaß, Leute, und tschüss. 3, 2, 1, Cut.